Hallo, in diesem Video nur eine kleine weitere Möglichkeit, wie Sie unter Ubuntu andere Visual Styles installieren können, für den Fall der Fälle, dass die mitgelieferten Visual Styles zu langweilig werden. Einfach Anwendungen, Zubehör, Terminal öffnen. Den Befehl, den ich jetzt hier eingebe, den finden Sie unter anderem in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall, wir geben ein sudo Freizeichen add-apt-repository Freizeichen PPA, Doppelpunkt und dann BZG, Freizeichen Handels- und nochmal sudo. Das sind jetzt eigentlich dann zwei Zeilen, also deswegen das doppelte und dahinter. Sudo aptitude update. Passwort eingeben. Nachdem das Ganze installiert ist, können wir das Terminalfenster wieder schließen und jetzt über Anwendungen auf Software Center schalten. Hier erscheint dann nach einiger Zeit PPA vor BZG und das Software installieren. Da einfach mal draufklicken und dann haben wir hier die ganzen Visual Styles, die uns zur Verfügung stehen. Leider kriegen wir keine Screenshots oder ähnliches angezeigt, sodass wir nicht wirklich wissen, wie welches Visual Style aussieht. Wir haben aber die Möglichkeit, hier das Paket Nummer 5 anzuwählen, jedenfalls in dieser Auflistung, das alle Visual Styles installiert. Also klicke ich da jetzt einfach mal drauf. Im schlimmsten Fall müssen wir das einfach wieder deinstallieren, falls wir zu der Erkenntnis gelangen, dass nichts Hübsches für uns dabei ist. Nachdem das komplette Paket installiert ist, können wir das hier ganz normal wieder schließen und über System Erscheinungsbild, also Systemeinstellungen, Erscheinungsbild, die neuen Visual Styles begutachten, eben entsprechend auswählen bei Bedarf. Das bringt jetzt noch ein eigenes Hintergrundbild mit sich. Hintergrund verwenden anklicken, schließen und staunen. Okay.